Wir geben dir wieder mehr Energie. Okay. Boom! Was war das denn gerade? Wow, das sah richtig cool aus. Warte mal, das machen wir gleich nochmal. Ihr habt es euch gewünscht und deswegen habe ich euch einen weiteren von diesen wunderbaren Planeten mitgebracht. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu Solar Smash mit eurem Karate-Kit. Meine werten Damen und Herren, ich habe hier tatsächlich wieder meinen Lieblingsplaneten aus der letzten Folge mitgebracht. Und zwar den Secret-Gas-Planeten, den man dadurch freischalten kann, indem man tatsächlich mit diesem Geistertypen hier, mit der normalen Erde, ganz, ganz viele Schläge auf die ganz normale Erde macht, bis man ein Achievement bekommt, der sozusagen dafür sorgt, dass man dann den Gasplaneten freischaltet. Ja, das Interessante daran ist, ich wollte noch ein bisschen was an diesem Gasplaneten ausprobieren. Und zwar, das Witzige war, beim letzten Mal, als ich tatsächlich den Gasplaneten ausprobiert hatte, hatte ich hier einige von diesen Würmern hier benutzt. Und eine gute Idee war, dass ich hier sehr, sehr viele von diesen Würmern verwende, die übrigens sehr, sehr laut sind eine Zeit lang. Ich spule mal kurz vor. Die dann da drinnen kurz alles ein bisschen auffressen und diese ganz komischen Geräusche machen. Und ich wollte jetzt mit der Innenansicht von diesem ganzen Ding, wollte ich eine Murmelbahn bauen. Ja, das Ganze sieht jetzt nämlich so aus, die fressen ja kurz und danach verziehen die sich ja eigentlich auch schon wieder. Das Ganze sieht dann aus wie so eine kleine Murmelbahn. Und meine Idee war jetzt einfach mal, am Anfang der Folge es so zu machen, ne? Jetzt ein Loch auszusuchen und dort vielleicht ein paar von diesen Kugeln reinzuschmeißen. Es gibt hier nämlich diese Kugeln, die hier, diese runden, ne? Und da wollte ich einfach mal gucken, was passiert, wenn wir mal eine Kugel da reinschmeißen, ne? Und dann gucken wir mal. Oha! Da drinnen ist sie, oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt eine Kugel schon mal reingeschmissen, die ist im Inneren von diesem Trakt da drinnen. Ich glaube, wenn ich vielleicht sogar noch ein paar mehr da reinschmeiße, können wir vielleicht ein paar mehr Kugeln in dieses Ding da reinbekommen. Wir müssen nur in die richtigen Löcher reintreffen, ne? Sodass die in diese Kugeln, in diese Löcher reingehen. Okay, schauen wir mal. Wie viele... Oh, guck mal, die gehen alle in die Mitte da rein. Da ist wahrscheinlich... Guck mal, da hängt eine so in der Mitte drin und da sind nochmal ein paar. Guck mal, wo habe ich vielleicht hier noch einen kleinen Eingang, den ich nehmen könnte? Eigentlich hier? Warte mal, lass mal hier versuchen, nochmal reinzukommen. Oh Gott, man kann die Löcher so kaum sehen. Warte mal, ich gehe mal da noch mit ein paar rein. Mal gucken, ob die weit kommen. Nee, guck mal, jetzt sieht man die hier alle drin verteilt. Jetzt wäre es natürlich noch interessant herauszufinden, was eigentlich passiert, wenn... Oh, warte mal, wir können doch theoretischerweise auch einen Bohrer durchgehen lassen. Funktioniert das nicht auch? Guck mal, wir können doch hier oben einen Bohrer durchgehen lassen, ne? Und der bohrt sich dann bis in die Mitte in dieses mittlere Bombending rein. Oh mein Gott, ich finde das so cool, dass man da einfach durchsehen kann. Das ist, glaube ich, sogar mit Abstand mein absoluter Lieblingsplanet. Oh nein, der Bohrer geht nebendran. Nein, wohin fährt er? Oh, Junge, er hat auf jeden Fall die Dinger in der Mitte getroffen. Alter, was? Was war denn das gerade? Oh mein Gott, jetzt haben wir da einfach wirklich so ein ganzes Loch durchgegraben. Warte mal, wenn wir jetzt also wieder diese Dinger nehmen, warte mal, diese Röhren, warte mal, der ist ja hier durchgegangen, ne? Das ist voll schwer, diese Tunnel da zu sehen. Guck mal, jetzt fährt... Tatsächlich, Mann. Oha, das ist jetzt in der Mitte drin und guck mal, im Planeten drinne ist jetzt einfach eine Kugel, die sich einfach schwebelos bewegt, weil in der Mitte des einzelnen Planeten ist die Gravitationskraft am größten, ne? Sodass wenn man runterfällt, wird man wieder hochgezogen und wenn man hochgeht, wird man wieder runtergezogen. Das heißt also, im mittleren Kern von unserer Erde, wo eigentlich die Gravitationskraft liegt, kann man tatsächlich nicht mehr fallen, sondern man fliegt dann die ganze Zeit hoch und runter. So wie dieses Ding da. Oh mein Gott, was? Was passiert, wenn ich da jetzt noch mehr von denen reinhaue? So, einmal kurz hier alle rein. Oh mein Gott, guck dir das mal an. Das clustert sich ja einfach da drinne. Oh, was? Was passiert, wenn ich da jetzt noch mehr reinmache? Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh mein Gott, wie dick wird das? Guck mal, wie groß das wird. Guck mal, wie viele von denen da drin sind. Oh mein Gott. Okay. Wir haben jetzt diesem Planeten, ne, einfach wie eine Art Herz gegeben. Was? Alter, guck mal, die gehen da alle dran. Oh, dieser Planet hat jetzt einfach ein eigenes Herz. Guck mal, man kann da jetzt reingucken. Was passiert jetzt, wenn wir da einfach mal ganz entspannt, einen kleinen Laser reinschießen? Einen ganz kleinen nur, okay? Den da, den roten. Oh, Junge. Oh Gott.
Aber bei dem Planeten selber passiert gar nicht viel. Was ich auch noch ausprobieren wollte, ist, man kann auch andere Hintergrundfarben machen, ne? Grün zum Beispiel, sieht cool aus. Da hat man ein bisschen mehr Kontrast. Oder den größten Kontrast dürfen wir eigentlich bei Lila so haben. Das sieht auch cool aus. Und dann haben wir hier nochmal Rot, so rötlich. Da hat man jetzt den meisten Kontrast. Sieht sehr cool aus. Okay, eigentlich wollte ich heute was ganz anderes machen, okay? Ich habe nämlich auch alle anderen Welten nochmal freigeschalten. Und zwar gibt es ja nämlich noch neben der normalen Erde und neben der Geisterwelt gibt es ja noch den Schneemann. Den kennt ihr ja. Den hatten wir, glaube ich, schon mal. Zu Weihnachten gab es den mal. Den kann man tatsächlich sehr cool abschießen. Möchte ich nochmal einmal machen, um es einfach nochmal gesehen zu haben. Und zwar kann man nämlich den ebenfalls so ganz abschießen, dann leuchtet der ganz rot. Los, Schneemann! Gehe kaputt! Schießt es jetzt? Da schießt es. Es lädt auf. Hau ein Laserstrahl! Lad auf! Ah ne, bei dem funktioniert es nicht ganz. Ah doch, er wird rot. Der ganze Schneemann einfach! Und jetzt, boom! Diese Waffe ist so krass, dass der sich da so auflädt. Der arme Schneemann! Der arme! Und so, Kinder, ist Weihnachten zerstört worden. Alter, ist das krass. Hat doch voll die heftige Schlaglinie gegeben. Wow. Was aber nochmal neu ist, ist nochmal der Donut. Den kennen wir, glaube ich, auch. Können wir später vielleicht nochmal machen. Aber was interessanter ist, ist die flache Erde. Das haben wir schon mal gemacht gehabt. Und man kann dieses Secret dadurch bekommen, indem man die normale Erde zu einer flachen Erde macht. Und da ist jetzt ganz interessant, da gibt es jetzt tatsächlich eine neue Konstellation. Damals, als wir das erste Mal gemacht hatten, war das noch ein bisschen anders. Und zwar, da war die Erde zwar auch so eine Scheibe, wie sie jetzt da sozusagen ist. Aber was jetzt neu ist, ist, dass jetzt oben drüber die Sonne und der Mond einfach platziert wurden, okay? Das ist natürlich nicht so im echten Leben, sondern die Erde ist rund. Es ist jetzt eine Sonne und ein Mond oben drüber. Das war beim letzten Patch nicht so. Und was ich jetzt ausprobieren wollte, ist, was passiert, wenn man da eigentlich klassischerweise mit dem Laser drauf schießen kann, ja? Schauen wir mal. Da hat jemand das Licht ausgemacht. Was? Niemals. Was? Warte, Planet zurücksetzen, jetzt mache ich mal einen der Mond! Der Mond fliegt weg. Warte mal. Mondi, geh mal zurück an deine Position. Nein! Der Mond ist kaputt. Warte mal, was ist, wenn wir jetzt einen neuen Mond hier hinschmeißen? Guck mal, ein neuer Mond. Der neue Mond. Wow, was? Oh mein Gott, schau sich das mal an. Alter! Wisst ihr, was man da spielen kann? Ich habe eine Idee. Man kann hier eigentlich ein perfektes Spiel rausspielen. Und zwar eine klassische, entspannte Runde von Tick, Tack, Toe-Yo. So, ist mir ein bisschen zu hell hier. Kurz den Lichtschalter ausmachen. So muss das sein. Okay. Tick, Tack und Toe. Nice. Und es sind gerade mal nur 400 Millionen Menschen dabei gestorben. Ding! Das ist sehr interessant, dass es jetzt sozusagen eine Sonne und Mond sozusagen gibt in dieser flachen Erde. Ist eigentlich eine coole Sache. Man kann hier auch ein paar andere Sachen ausprobieren, was halt sehr witzig ist, dieser Mond, wenn der da vorbei... Was passiert eigentlich, wenn der Mond den Mond eigentlich kickt? Guck mal, der Mond fliegt da und jetzt schicken wir auch einen Mond. Alter! Nein, es kommen zu viele Monde! Der arme Mond! Okay, gut. Damit haben wir es leider kaputt gemacht. Wir schießen einen Mond auf die Sonne. Die Sonne ist hier voll klein. Los, Sonne! Oha, wir haben die Sonne einfach weggekickt. Die ist einfach in den Urlaub geflogen. Hey, wo fliegst du hin? Wenn wir schon an der Sonne dran sind, können wir nochmal kurz was anderes ausprobieren. Und zwar gibt es nämlich noch in einer anderen Konstellation, und zwar im Sonnensystem, gibt es ebenfalls nochmal eine Sache, die wir noch nicht ausprobiert haben. Und zwar, wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen herausgefunden gehabt, was denn so passiert, wenn man so ein paar Sachen macht. Was wir aber noch nicht ausprobiert haben, ist die neuen Laserstrahlen, habe ich nämlich ganz vergessen, in die Sonne zu schicken, okay? Es ist ja eigentlich ein Klassiker, dass wenn man zum Beispiel hier die Items hinplatziert, dass man mit dem schwarzen Loch beispielsweise die Sonnenenergie einfach raussaugen kann, okay? Daher, dass die Gravitationskraft des schwarzen Loches so groß ist, dass es einfach die Sonne auffressen kann, hat das einen coolen Effekt, den es macht und es kann tatsächlich sehr viele Sachen abändern. So, guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich wieder eine Supernova erschaffen. Jetzt geht wieder alles kaputt. Nein, das Sonnensystem ist explodiert. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich was anderes ausprobieren. Und zwar, was passiert, wenn wir hier einfach auf die Sonne mit einem heißen Laserstrahl drauf schießen? Oha.
Oha! Sag mal, wächst es? Ich glaube, das wächst. Alter, die Sonne bläst sich einfach auf. Was passiert hier? Die Sonne kriegt jetzt einfach mehr Energie. Jetzt kann man tatsächlich sogar sehen, wie andere Planeten darauf reagieren, wenn die Sonne noch mehr Energie hat. Damit können wir tatsächlich das gesamte Sonnensystem ein bisschen heller machen. Oh, wow, Alter. Was? Schau mal, wie blau die geworden ist. Jetzt ist die ja wie so ein riesiger, blauer Megakern. Alter, krass. Warte mal, schießen wir mal nochmal drauf und geben mal noch ein bisschen mehr Hitze rein. Mehr Hitze. Noch mehr Hitze. Wir geben noch mehr Hitze. Sag mal, explodiert das irgendwann? Was passiert eigentlich mit der Erde, währenddessen wir das machen? Also, die Sonne ist ja klar. Aber was ist mit der Erde? Eigentlich müsste die doch bald verbrennen, oder? Aber ich glaube, wenn die Sonne auch zu groß wird, frisst sie doch einfach die anderen Planeten auf, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mal hier das ganze Ding mit. Oh, oh. Die Sonne ist aber schon ganz schön groß geworden, du. Guck mal, die Merkur. Die Merkur, die ist einfach so wie der Mond von der Erde. Okay. Mal gucken, was passiert. Aber irgendwie, die Sonne wird zwar größer, aber es passiert nicht viel. Hm. Was passiert, wenn wir da die Venus reinschmeißen? Hey, Venus, Kumpel. Geh da mal rein. Hm, okay. Was passiert, wenn wir jetzt ein schwarzes Loch hierhin platzieren? Wird das schwarze Loch... Oh ja, es nimmt sich ein bisschen Energie. Aber nimmt es sich auch genug Energie? Guck mal, von unten nimmt es sich jetzt auch ein bisschen Energie. Oh, jetzt kommt die Erde. Ach, aber nur wegen dem schwarzen Loch. Nein! Oh, oh, das war die Erde. Also, jetzt nimmt sich tatsächlich das schwarze Loch... Oh nein, ich muss aufhören, schwarze Löcher zu platzieren. Oh, oh, unsere Riesensonne wird aufgefressen. Nein! Oha, das schwarze Loch wurde einfach gerade weggeschubst. Und Alter, diese ganzen Steine aus dem Asteroidengürtel werden gerade einfach von den schwarzen Löchern aufgesaugt. Was ist denn das? Oh nein, der Arme! Der verliert seinen Gürtel! Zieht dem Jünger seinen Gürtel an! Oha, aber diesmal war die Sonne stark genug, um das Ganze tatsächlich zu überleben. Gar nicht mal übel. Okay, das heißt, wir brauchen mehr von diesen schwarzen Löchern, um die Sonne auszunehmen. Oh, oh. Alter! Das sieht krass aus. Damit haben wir jetzt gerade die gesamte Sonne einfach ausgenommen und haben einfach alle schwarzen Löcher dazu gebracht, die Sonne auszusaugen. Und ich muss sagen, das sah cool aus. Was passiert eigentlich, wenn wir die Sonne schrumpfen? Also wir schrumpfen sie ganz klein. Ganz, ganz winzig, 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 winzig klein. Oh, oh. Hey, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh Mann. Okay, das war jetzt tatsächlich, ich wollte eigentlich nur eine kleine Sonne machen, aber das war mir jetzt ein bisschen zu viel. Okay, was passiert eigentlich, wenn wir heiß und dann kalt? Was passiert denn eigentlich, wenn wir kalt machen? Wird es einfach nur kleiner? Guck mal, die sieht so aus, als ob die... Okay, wenn wir sie kleiner machen, wird sie mehr, geht sie mehr in die rote Richtung. Und wenn wir sie wieder groß machen, dann wird sie blau. Explodiert die jetzt schon? Warte mal, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt mal eine Ey, Merkur, komm mal her. Merkur, geh mal da rein. Was passiert jetzt? Okay, ganz normale Explosion. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt hier ein schwarzes... Okay, okay. Man bemerkt auf jeden Fall, die Sonne steht definitiv mehr unter Druck, wenn man sie kleiner macht. Das ist sehr interessant. Das heißt also, wir dürfen sie nicht allzu klein machen. So, okay, was ich jetzt nochmal kurz ausprobieren wollte, ich möchte mal die maximale Größe nochmal erreichen, ne? Und deswegen einmal vorspulen und viel mehr Power reingeben. Können wir noch mehr? Oh mein Gott, jetzt wird sie richtig groß. Okay, mal gucken, ob wir sie noch größer hinbekommen können. Okay, das ist die maximale Größe, die diese gute Stube hier erreichen kann. So, jetzt möchte ich mal sehen, wie das aussieht, wenn ich von überall die ganze Zeit diese schwarzen Löcher platziere und dann sozusagen die Energie von der Sonne aussaugen lasse. Oh mein Gott, da kommt der gesamte Asteroidengürtel. Wir haben hier wie so eine Art kleinen Sog, den wir hier gerade rausziehen. Oh mein Gott, das sieht voll schön aus. Wie so ein Ring, der sich da tatsächlich raussaugt. Warte, wir geben dir wieder mehr Energie. Okay. Boom! Was war das denn gerade? Wow, das sah richtig cool aus. Warte mal, das machen wir gleich nochmal. So, einmal hier Pause.
Wir setzen hier ein schwarzes Loch, 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 hier ein schwarzes Loch und da ein schwarzes Loch. Okay, ich nehme den Hitzelaser und counter dagegen. Wow! Und Explosion! Oh mein Gott, das sieht mega cool aus. Okay. Meine werten Damen und Herren, das war's mal wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach Obi. Oder irgendwie ist Obi nicht ein Baumarkt? Doch, es ist ein Baumarkt. Egal. Nein, drückt... abonniert einfach den Channel. Ohne reden, ohne Lachsen. Einfach einen Channel abonnieren, okay? Und einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!